Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Frostpunk. Frostpunk ist ein Spiel der 11-Bit Studios und ging 2018 in den Early Access. Seitdem ist sehr viel passiert, es sind neue DLCs und Add-ons dazugekommen und mittlerweile hat das Spiel auch den Early Access verlassen und hat ja quasi seinen Full Release hinter sich. Frostpunk ist ein, ich glaube, man kann Survival-Strategiespiel sagen, wobei der Fokus in Frostpunk auf die Story liegt und die Survival-Elemente auch, ja, nicht so sind, wie man sie vielleicht kennt, dass man sich wirklich darauf konzentrieren muss, Ressourcen zu sammeln. Also das ist schon ein sehr großer Punkt, aber was das hauptsächlich ist, was Frostpunk ausmacht, ist die Entscheidungen, sind die Entscheidungen, die man treffen muss. Denn die haben wirklich harte Konsequenzen teilweise. Also Frostpunk ist wirklich eins der wenigen Spiele, die ich kenne, die mir persönlich sehr ans Gemüt gegangen sind. Denn ja, gerade im Umgang mit kleinen Kindern, mit Kranken, da kennt Frostpunk wirklich keine Gnade und jede Entscheidung, die man trifft, sollte wohl überlegt sein, denn man kriegt ansonsten 2-3 Minuten später, vielleicht auch mal 5 Minuten später, die Entscheidung zu spüren. Und ja, wenn das eine falsche oder schlechte Entscheidung war, kann man sich ausmalen, wie hart man das zu spüren bekommt, wenn ich so darüber rede. Okay, wir werden jetzt einfach mal eine Kampagne zusammen starten und wenn wir uns in unserer Siedlung befinden oder in unserer anfänglichen Siedlung, werde ich nochmal ein bisschen was über zur Menüstruktur erklären. Allerdings möchte ich das hier relativ fix machen, denn Frostpunk ist, was das angeht, nicht allzu komplex. Wir gucken uns noch einmal kurz den Sound an. Ich glaube, die Musik wird teilweise sehr brachial und laut, deswegen stelle ich das sicherheitshalber nochmal eine Stufe nach unten. Wir werden ein neues Spiel starten. Ihr seht, ich habe schon einen kleinen Versuch gestartet, um mir das Spiel mal so ein bisschen anzueignen. Und ja, ich kann euch sagen, wir werden auch auf der mittleren Schwierigkeitsstufe spielen, denn das Spiel ist wirklich schwer. Also zumindest habe ich es so empfunden. Und einfach, das wäre mir zu lasch, das möchte ich auch nicht, aber der mittlere Schwierigkeitsgrad ist schon, wenn man ein Neuling ist, recht happig. Ja. Und hier seht ihr nochmal, es gibt schon mehrere Kampagnen. Die letzten zwei, das sind nochmal DLCs, die man sich separat kaufen kann. Der letzte Herbst und auf Messers Schneide. Wir haben Zugriff, also mit dem Hauptspiel, auf die Hauptkampagne, ein neues Zuhause. Das ist so, ja, das erste Kapitel, sag ich mal. Dann gibt es noch die Archen, Flüchtlinge und der Fall von Winterheim. Entschuldigt. Wir werden natürlich bei der Hauptkampagne oder beim ersten Kapitel, wie immer man das auch nennen möchte, anfangen und ja, werden das Spiel von Beginn an erleben. Ich würde ganz gerne den Überlebensmodus einschalten, allerdings habe ich gesehen, dass wenn wir den einschalten, dass das Spiel beim Verlassen des Spiels gespeichert wird. Ja, das Spiel kann nicht aktiv pausiert werden. Na, das ist für ein Let's Play halt nicht besonders gut. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden den Überlebensmodus ausgeschaltet lassen. Ich bitte da um euer Verständnis. Ich würde es gerne ausprobieren, aber wenn ich nicht pausieren kann und auch nicht frei speichern kann, dann ist die Gefahr groß, dass da in meinem Let's Play dass da irgendwas schief läuft mit dem Speicherstand oder was. Ich habe das schon mehrere Mal erlebt, möchte ich einfach nicht. Gut, okay, dann starten wir jetzt mal rein. Es wird, nachdem ich jetzt Start drücke, ein, ich glaube, ein oder anderthalb minütiges Intro geben. Das werden wir natürlich zusammen genießen. Und danach gehe ich, wie gesagt, auf die Oberfläche des Spiels ein. Okay. Na gut, erstmal kommt noch ein Ladebildschirm. Aber der dürfte relativ kurz sein. We roam the still, cold world, no horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress,
until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. We paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Ja, da sind wir. Wir haben mitbekommen, die Erde versinkt im Schnee. Es gibt wohl eine neue Eiszeit. Und ja, wir spielen die letzten Überlebenden und versuchen eine, ja, wie im Spiel gesagt wurde, eine letzte Siedlung, eine letzte Stadt zu errichten. Und ja, mal sehen, wie das abläuft. Aber erstmal haben wir hier noch eine Meldung, ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen, aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt wo unsere Welt im Scherben liegt. Wir müssen überleben. Ja. Da ist das Zentrum unserer Siedlung. Unser Dampfgenerator und ja, wir haben jetzt unseren ersten Auftrag, denn Frostpunk spielt sich so ab, wir haben immer kleine oder auch mal mittelgroße bis große Nebenaufträge, welche uns durch das Spiel leiten und Teil der Story sind. Also das ist nichts, was irgendwie großartig mit einem Tutorial zu tun hätte nur oder sowas, sondern das ist tatsächlich Teil der Story und da sollten wir uns auch unbedingt dran langhangeln. Ab und zu ist es ratsam, dass man vielleicht nicht sofort das Ziel ausführt, was die Story einem vorschreibt, denn man sollte stets im Auge behalten, was gerade die Prioritäten sein sollten, also entweder Nahrungsbeschaffung oder mehr Wärme generieren, oder spezielle Gebäude bauen wie Sanitätseinrichtungen, weil wir zu viele Verletzte oder Kranke haben. Aber das werden wir natürlich dann auch alles gemeinsam herausfinden, wie das genau abläuft und funktioniert. Gut, die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Ja, okay, das ist unser erstes Ziel. Ich pausiere gleich direkt mal. Hier unten links sehen wir unser aktuelles Ziel von der, ich nenne es mal Hauptquest, und zwar müssen wir jetzt 200 Kohle einlagern und den Generator einschalten, also hier unseren ja, Dampfgenerator. Momentan ist er abgeschaltet, na klar, weil wir keine Kohle haben. Dass wir keine Kohle haben, sehen wir hier oben. Hier ist unser Ressourcenbildschirm, unsere Ressourcenauflistung. Kohle, Holz, Stahl und Dampfkerne sind die Ressourcen, die für den Bau von Gebäuden am wichtigsten sind. Und auch für die Versorgung unseres Generators, in diesem Fall mit Kohle. Darunter sehen wir, dass wir das Spiel in bis zu dreifacher Geschwindigkeit laufen lassen können. Werden wir maximal nachts machen, wenn wir nicht viel erwarten.
Dann sehen wir hier unsere Uhrzeit, die ist auch sehr wichtig. Ihr seht, es ist 8.02 Uhr und wir sind momentan in der Arbeitszeit. Denn regulär arbeiten unsere Leute nur von 8 bis 18 Uhr. Und ja, die andere Zeit verbringen sie mit Essen, sich aufwärmen, schlafen, all sowas. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig, denn wir können gewisse Forschung vorantreiben oder Gesetze erlassen, die es uns ermöglichen, zum Beispiel die Arbeitszeit anzupassen, zu verlängern, zu verkürzen, Überstunden zu produzieren. Schlägt natürlich alles aufs Gemüt unserer Bevölkerung oder entlastet sie, je nachdem, was man macht. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. In der Mitte sehen wir, es ist momentan minus 20 Grad, also wirklich bitter, bitter kalt. Allerdings geht es noch deutlich kälter. Und das sehen wir hier. Wir haben hier, sehen wir, dass wir uns im Tag 1 befinden. Und Tag 2, Tag 3, Tag 4. Und am Tag 4 kommt eine Kältefront, eine Kaltfront auf uns zu, die Kälte noch um 2 Stufen verringert. Also ich glaube, pro Stufe sind es immer 10 Grad. Das heißt, dann hätten wir ab Tag 4, irgendwann in der Nacht, so wie es danach aussieht, hätten wir da minus 40 Grad. Darauf müssen wir uns natürlich jetzt erstmal vorbereiten. Und ja, da werden wir auch auf jeden Fall gleich sofort mit anfangen. Dann sehen wir hier rechts noch Nahrungsmittel. Wir haben einmal 100 rohe Nahrungsmittel und Essensrationen. Die Essensrationen werden aus den rohen Nahrungsmitteln hergestellt. Wenn wir also zum Beispiel Jäger losschicken, die kommen mit Fleisch wieder, das Fleisch ist natürlich noch roh, dann wird das in einer Kantine oder in einem Speisesaal zubereitet und ist dann erst zum Verzehr bereit. Dass, wenn wir keine Nahrung haben, unsere Bevölkerung unzufrieden wird, glaube ich, brauche ich an diesem Punkt nicht zu erwähnen. Unten rechts sehen wir dann eine Auflistung unserer Arbeitskräfte. Insgesamt haben wir 80 Einwohner momentan, das werden auch noch deutlich mehr. Oder, wenn wir schlecht spielen, deutlich weniger. Von diesen 80 Einwohnern können momentan 65 zur Arbeit können 65 Arbeitsplätzen zugewiesen werden. Warum nur 65? Wir haben noch 15 Kinder. Kinder dürften grundsätzlich natürlich erstmal nicht arbeiten, allerdings gibt es auch da die Möglichkeit, Gesetze zu entlassen. Entweder geht man einen Weg, Kinderarbeit zu ermöglichen, oder den anderen Weg, die Kinder zu Tagesstätten zu verfrachten, in Kindergärten zu bringen, damit die tagsüber keinen Mist machen, weil sie alleine sind und beschäftigt sind und dort auch wohlbehütet sich um sie gekümmert wird. In der Mitte sehen wir einmal links unser Baumenü, relativ simpel das Ganze, unterteilt in Einwohner, Gesundheit, Nahrungsmittel, Rohstoffe und Technologie, denn wir können auch Forschung betreiben. Dann sehen wir hier dieser rote Kreis, wir haben momentan 80 Obdachlose, das müssen wir natürlich als allererstes angehen und Häuser bauen, beziehungsweise in unserem Fall sind das Zelte, die wir erstmal nur aufschlagen können. Darunter sehen wir Unzufriedenheit und Hoffnung. Wenn die Unzufriedenheit steigt, rebellieren unsere Einwohner, sind vielleicht mit unserer Befehlshabe nicht zufrieden und wollen da jemand anderes einsetzen. Das kann wirklich zu richtigen Revolte aufsteigen, das wollen wir natürlich nicht. Sehr wichtig auch bei unseren Entscheidungsfindungen. Genauso wie die Hoffnung, genau das Gegenteil, wenn die Hoffnung voll ist, ist alles super, dann sind unsere Bürger erstmal bei guter Laune. Wenn die Hoffnung sinkt, haben wir genau dasselbe Problem wie bei der Unzufriedenheit. Dann haben wir noch unser Gesetzbuch, wo wir Gesetze ändern können. Da sehen wir momentan noch nichts drin, doch, sehen wir tatsächlich doch schon. Da gibt es verschiedene Richtungen und ihr seht, wir können hier Notfallschichten einrichten, Kinderarbeit oder halt diese Kinderheime, die ich schon erwähnte. Wir können unseren Luxus anpassen und einen Friedhof bauen oder verbrennen die Leichen einfach. Bei Verletzten können wir was machen, ob wir sie radikal behandeln, also Amputationen durchführen oder sie pflegen in Pflegeheimen. Essensrationen können wir bestimmen, wir können Kampfarenen zur Motivation irgendwie bauen, also da lässt sich auch einiges machen. Und dann haben wir noch unsere Wirtschaft, da sehen wir halt nochmal genau aufgelistet, wie, wo, was, wann verbraucht wird an Gütern. Okay, das war es erstmal zur Menüstruktur, habe ich ja schon gesagt, relativ fix das Ganze, und dann lasst uns jetzt einfach mal direkt einsteigen. Das erste, was wir machen, wir brauchen natürlich Ressourcen. So ein Zelt, was wir aufstellen können, braucht 10 Holz für den Bau. Wir haben jetzt 30, das heißt, wir könnten hier schon mal direkt 3 in Auftrag geben. Und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Spielprinzip, zur nächsten Spielmechanik. Rund um unseren Dampfgenerator können wir hier die Gebäude bauen. Auf dem ersten Kreislevel
wo ich jetzt auch die Häuser baue, ist erstmal alles okay. Da werden die Gebäude mit Wärme gut versorgt. Das sieht auf dem zweiten Kreis, ich kann euch noch mal zeigen. Ach ne, jetzt haben wir kein Holz mehr, kann ich nicht. Aber hier war noch ein zweiter Kreis dahinter. Da können wir auch durchaus bauen. Allerdings ist dann die Wärmeentwicklung in den Gebäuden dort äußerst gering. Denn der Dampfgenerator schafft auf Dampfstufe 1, die wir am Anfang nur können, die anderen müssen wir erst erforschen, schafft er nur den ersten Kreis oder den ersten Level, nenne ich es jetzt einfach mal, vernünftig mit Energie und Wärme zu versorgen. Beim zweiten Kreis wird das dann schon wieder schwieriger. Okay, das war noch ein Prinzip, da musste ich jetzt nochmal drauf eingehen, damit ihr versteht, wie ich was hier jetzt bauen werde. Gut, die drei Häuser haben wir gebaut, jetzt brauchen wir Ressourcen. Und da ist auch ein interessanter Kniff, denn am Anfang hat man hier einige Ressourcen direkt um seine Siedlung herum. Wir sehen hier Holzkisten, Stahltrümmer, Kohlehaufen und davon immer ein paar mehr. Und wir müssen natürlich jetzt unsere Leute dahin schicken, das einzusammeln. Wir können, Holz ist am Anfang sehr wichtig, deswegen schicken wir sofort mal 15 Arbeiter zu diesem Holzblock. Obwohl, nein, Moment. Das machen wir nochmal anders. Denn wir haben, wenn wir genug Ressourcen haben, die Möglichkeit, Sammelstellen zu bauen. Und diese Sammelstellen wärmen unsere Bewohner, darin können sie Pausen machen und die Chance, dass sie krank werden, verringert sich. Denn ein kranker Einwohner kann nicht mehr arbeiten, deswegen sollten wir unsere Leute so gut wie möglich schützen. Okay. Wir müssen trotzdem erstmal, weil wir noch kein Holz haben, die Leute so losschicken. Aber ansonsten sehe ich hier nirgendwo irgendwelche Holz, das ist alles nur hier im Süden. Gut, dann machen wir das doch, schicken da doch erstmal welche hin. Kohle, hier schicken wir auch sofort mal 15 Leute hin, denn die Kohle ist am Anfang auch sehr wichtig. Und da Holz immens wichtig ist, werde ich hier vielleicht auch nochmal 5 Leute hinschicken. Dabei belassen wir es dann erstmal und gucken, wie viele Arbeiter wir es noch übrig haben. Okay, die Leute bewegen sich jetzt langsam zu den Arbeitsstätten, kämpfen sich hier durch den Schnee, ihr seht's. Oh, Leute, das möchte ich echt nicht erleben, wenn ich ehrlich bin. Schrecklich. Und das bei minus 20 Grad. Boah, da friere ich ja so schon. Okay, gut. Nach den Sammelstellen. 15 Holz und 5 Stahl brauchen wir. Ja, das Holz werden wir natürlich erstmal dafür aufwenden, dass wir unsere Leute hier vernünftig unterbringen. Okay, was heißt vernünftig? In Zelten unterbringen. Von vernünftig kann da am Anfang noch keine Rede sein. Wir haben ja noch einige Leute übrig. 15 Arbeiter sind noch zur Verfügung. Passt auf, ich werde hier nochmal 5 hinpacken, dass wir hier 10 haben. Und wir können das auch so angucken. Wenn wir Alt drücken, haben wir eine Übersicht, wo wie viele Leute arbeiten. Ja, ich glaube, das ist erstmal okay so. Eine Sache möchte ich nochmal kurz ändern. Und zwar fällt mir auf, dass dieser Wind wahrscheinlich unglaublich laut für euch ist. Deswegen möchte ich das nochmal eine Stufe geringer stellen. Oder machen wir es einfach mal so. Die Lautstärke fand ich eigentlich ganz okay. So. Gut, Häuser sind erstmal gebaut mit dem, was wir haben. 5 Häuser brauchen wir noch oder 5 Zelte. Pro Zelt übrigens 10 Holz. Ich glaube, ich habe es aber schon mal erwähnt. 9 haben wir jetzt und da können wir gleich das nächste bauen. Setzen wir das hier ran. Dadurch, dass wir natürlich auch nur in so einem Kreis arbeiten können, also unsere Gebäude bauen können, ist Platz oder ein gutes Platzmanagement natürlich in Frostpunk auch essentiell. Wir können jetzt nicht wild irgendwo unsere Gebäude bauen. Wir müssen immer an die Wärme denken und gleichzeitig müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir es einfach nicht mit dem Platz übertreiben, sondern da immer eine gewisse Vorsicht walten lassen beim Setzen von Gebäuden. Oh, wir haben schon wieder 10 Holz übrig, das heißt, wir können direkt mal noch ein Haus in Auftrag geben. Dann brauchen wir noch 3 Häuser. Ich hoffe, die schaffen das. Das pünktlich abzubauen, das Holz. Aber
6 pro Stunde. Wir haben schon wieder 10 voll. Dann machen wir gleich nochmal eins. So. Brauchen wir noch 20 Holz. Es sieht gut aus, es könnte klappen. Wir haben 13.30 Uhr. Ja, ich glaube, das sollte funktionieren. Vielleicht haben wir wieder 10 Holz. Ja, hervorragend. Ja, machen wir dahin. Jetzt noch einmal 10 Holz und dann haben wir das mit den Zelten erstmal schon abgebacken. Ich möchte am Anfang die Spielgeschwindigkeit noch nicht erhöhen. Manchmal werde ich das auch tagsüber tun und nicht nur nachts, wie ich schon erwähnte. Einfach, wenn wir irgendwie noch 5 Stahl brauchen und die in einer Stunde fertig sind, dann werde ich auch mal die Geschwindigkeit erhöhen. Aber grundsätzlich lasse ich das zu großen Teilen einfach so laufen, denn ich möchte einfach nichts verpassen. Falls irgendwie eine wichtige Entscheidung ist, ich weiß noch nicht genau, wie das Spiel das handhabt, ob wenn ein Event aufploppt, das Spiel dann pausiert, werden wir dann sehen. Gut, die Häuser haben wir erstmal gebaut. Was ist als nächstes? Wir haben Rohnahrung. Das heißt, wir sollten ein Speisehaus bauen, wo die Rohnahrung in wirkliche Lebensmittel umgewandelt wird. Das werden wir als nächstes erstmal bauen. Und dann, ich glaube, das werden wir dann heute noch schaffen. Und am morgigen Tag werden wir dann die Sammelstellen errichten. Dass unsere Leute hier nicht unter offenem Himmel den ganzen Kram tagsüber einsammeln müssen. Und dann... 20 Holz waren es. Und dann, ja, vielleicht sogar noch krank werden. Bei den anderen Gebäuden, bei den Sammelstellen können sie sich ja wenigstens zwischendurch mal ausruhen, Pause machen und aufwärmen. Na, die 200 Kohle kriegen wir die heute noch zusammen. Ich hoffe es. Wir haben jetzt 160. 17 Uhr. Na, Leute, das könnte knapp werden. Wie viel machen wir pro Stunde? 18. Dann wären wir bei 190. Pass mal auf, dann werden wir... Ich hoffe, das reicht jetzt dann noch für die Stunde. Wir werden jetzt einfach mal noch 10 hinschicken. Die können wir ja dann nachher wieder abziehen. Aber dass wir diese Kohle noch bekommen. Okay, 10 Häuser haben wir. 10 Obdachlose haben wir noch. So rum. Ja, wir schaffen es leider nicht mehr. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass wir diesen Auftrag noch erfüllen. Die Arbeitszeit ist hiermit beendet. Das heißt, die ganzen Leute, die jetzt hier gesammelt haben, kommen wieder zurück zur Siedlung. Gebäude werden nach Ende der Arbeitszeit noch fertig gebaut. Aber alles andere wird stehen und liegen gelassen. Wir können hier das Speisehaus also ruhig noch in Auftrag geben. Okay, auch im Speisehaus wird dann heute nicht mehr gearbeitet. Das ist auch nur von 8 bis 18 Uhr. Das wird dann morgen erst in Nahrung umgewandelt. Ich glaube, aber einen Tag werden sie es dann mal ohne Nahrung auskommen. Gut, schauen wir uns mal die Häuser an. Ja, ich glaube, ich werde dann den Generator, den Aufgenerator trotzdem noch anmachen heute. Ich warte allerdings noch eine Stunde, um sicher zu gehen, dass die Kohle über Nacht dann nicht ausgeht. Ich kann vorher trotzdem schon mal das Gebäudemenü erklären. Und zwar sehen wir jetzt hier bei einem einfachen Zelt. Oben links haben wir eine Temperaturanzeige. Und momentan ist die Temperatur auf erträglich, deswegen ist die Farbe orange. Anzustreben wäre es natürlich immer, dass es in diesem Zelt nicht kalt ist. Denn wenn unsere Leute da drin sich ausruhen, schlafen, essen, was auch immer sie darin tun, können sie krank werden, wenn es zu kalt darin ist. Das sehen wir hier auch. Bei erträglich ist ein sehr geringes Risiko, krank zu werden. Das ist mir für Anfang des Spiels allerdings schon zu gering. Ich möchte es schön warm da drin haben. Eine Stufe geht noch nach oben. Das werden wir gleich uns mal angucken, wenn der Generator eingeschaltet ist. Und das werde ich jetzt gleich um 20 Uhr tun. Alles klar. So. Jetzt haben wir den Generator zum ersten Mal eingeschaltet. Verbraucht jetzt aktiv Kohle. 6 Kohle pro Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da steht es auch. 6 Kohle pro Stunde. Das dürfte kein Problem sein.
für heute Nacht. Jetzt schauen wir uns die Gebäude nochmal an. Das Zelt, ihr seht, es ist jetzt auf die Temperaturstufe komfortabel gestoßen, hochgestoßen und verhindert Erkrankungen. So soll das sein. Gut, dann können unsere Leute heute Nacht auch wohlbehütet schlafen und brauchen sich keine Sorgen machen. Dann haben wir jetzt unser Speisehaus fertig errichtet. Dort müssen wir natürlich Arbeiter zuweisen. Wir haben nur noch Ingenieure, die dort arbeiten könnten. Wir werden hier mal 5 Arbeiter abziehen und werden sie ins Speisehaus verfrachten. Denn Nahrung ist halt genauso essentiell wie Kohle. Da haben wir jetzt noch 20 Leute, die Kohle einsammeln. Und 5 Leute, die dort arbeiten. Und 25 Leute, die Holz sammeln. Okay. Gut, am morgigen Tag werden wir dann, wie ich schon... Oh, Verzeihung. Am morgigen Tag werden wir dann, wie ich das schon sagte, die Sammelstellen bauen. 15 Holz, 5 Stahl. 2 Stück können wir dann am Anfang bauen. Okay, alles klar. Jetzt, wie ich schon sagte, die Nacht werde ich erstmal überspringen mit Geschwindigkeitsstufe 3. Ich glaube, da wird nicht allzu viel passieren. Also jetzt die Leute gehen auch in ihre Zelte und pennen einfach. Bis auf die 2 Nachteulen hier, die quatschen. Gut, es sind tatsächlich 2 Leute krank geworden. Das ist natürlich bitter. Die müssen sich wohl tagsüber beim Arbeiten an den Kohlehaufen oder Holzkisten einen eingefangen haben. Um die müssen wir uns natürlich kümmern. Das heißt, wir müssen unseren Plan vielleicht etwas ändern. Oh, ihr seht es, die Leute sind noch motiviert. Wir sollten dann nämlich mal ein Sanitätszelt bauen. Sanitätsstation kostet 25 Holz. Oha, okay. Gut, wir können ruhig noch mal ein bisschen schneller machen, weil die Leute fangen erst um 8 Uhr an zu arbeiten. Da marschieren sie los zu ihren Arbeitsstätten. Und der Arbeitstag beginnt. Alles klar. Ich glaube, bevor wir die Sanitätsstation bauen... Ah, nee, das ist... Seht ihr, da ist schon, da fängt es schon langsam an mit den Entscheidungen. Das ist jetzt zwar eher so spielmechanisch, ich sag mal, fast noch unwichtig, diese kleine Entscheidung. Aber dennoch, wenn diese 2 nicht behandelt werden, könnte es passieren, dass sie schwer krank werden. Und dann könnte es passieren, dass sie sterben. Solange sie nur krank sind, können sie auch noch arbeiten. Wenn sie schwer krank sind, geht das nicht mehr. Dann haben sie Arbeitsstopp. Ja, was machen wir? Ich glaube, eine Krankenstation ist unerlässlich jetzt. Ja, das Holz haben wir auch gleich schon zusammen. Na gut, dann verschieben wir unseren Plan noch ein kleines Stück nach hinten und werden uns erst um unsere Kranken kümmern. Wir wollen zu Anfang des Spiels ja schließlich auch noch niemanden verlieren. Ne? So, da haben wir die 25 Holz. Wo bauen wir es hin? Ich sehe gerade, wir haben hier noch Straßen. Hier, das seht ihr an dieser grünen Linie hier, direkt vor der Krankenstation jetzt. Die werden wir erstmal nutzen, denn auch Straßen kosten Holz. Und ihr merkt schon, wie wichtig unsere Ressourcen sind. Zumal, wir bauen das auch langsam ab. Hier in diesen Holzkisten ist nur noch 61 oder jetzt 60 Holz auffindbar. Also das vergeht mit der Zeit hier. Die sind nicht unendlich. Und in dieser Zeit sollten wir diese Ressourcen so gut nutzen, wie es geht. Der ein oder andere fragt sich jetzt gerade bestimmt, ja gut, wie kommen wir denn dann an die nächsten Ressourcen? Die Frage kann ich euch schon beantworten. Und zwar werden wir im Laufe des Spiels eine Werkstatt bauen. Jetzt wahrscheinlich auch noch in dieser Folge. Und in dieser Werkstatt können wir neue Technologien erforschen. Unter anderem zum Beispiel ein Sägewerk, mit dem wir dann, anstatt dieser Kisten hier aufzuheben, hier diese Bäume abholzen können, die hier noch sind. Oder ein Kohleschacht, wo wir dann hier die Eisenerzvorkommen oder die Kohlevorkommen abbauen können. Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch weitere Möglichkeiten. Wenn wir jetzt hier diese Ressourcen abgebaut haben, dann ist nicht Feierabend. Das wäre auch ein bisschen kurz. Gut, wir haben wieder etwas Holz übrig. Das heißt, wir können die erste Sammelstelle bauen. Das werden wir auch tun. Die können wir leider nicht in Einklang bringen. Dann werden wir das hier hin bauen. Ich möchte das auch so nah wie möglich an die Stadt bauen. Also nicht hier so mitten rein. Einfach aufgrund der Straßenkosten. Und
Und je näher wir es dran bauen, desto wärmer wird es auch in dem Gebäude durch unseren Dampfgenerator. So, alles klar. Da haben wir die erste Stelle gebaut. Die erste Sammelstelle. Oder sie wird jetzt gleich gebaut. Und die zweite werde ich, wie gesagt, dann hier hinbauen. Hier 120 Holz, 60 Eisenerz. Wenn das hier abgebaut ist, können wir die Sammelstelle auch wieder abbauen. Und zwar... Na gut, jetzt sieht man es noch nicht, weil das Gebäude nicht fertig ist. Ihr seht es hier, Gebäude demontieren, da kriegen wir dann auch nochmal Rohstoffe wieder. Also diese Sammelstelle ist jetzt nicht für ewig da. So, jetzt haben wir gleich unser erstes Ziel erreicht. Moment, wir könnten auch tagsüber einfach mal unseren Dampfgenerator ausstellen. Das sollte eigentlich zumindest am Anfang... funktionieren und wir sparen uns einiges an Kohle. Okay, unsere erste Mission haben wir erfüllt. 200 Kohle und den Dampfgenerator anwerfen. Der Generator summt mit beruhigender Wärme. Na gut, jetzt gerade nicht. Wir haben ihn ja ausgeschaltet, um Kohle zu sparen. Aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Ja, das Speisehaus haben wir ja schon. Das heißt, das nächste wird dann sein, eine Jagdhütte zu bauen. Die bringt uns pro Tag 15 Rohnahrung. Also nicht wirklich viel. Das müssen wir auf jeden Fall noch mit der Zeit verbessern, aber das geht natürlich dann auch erst, wenn wir mehr Arbeitskräfte haben. Und, oh, das Zelt ist fertig. Da können wir dann schon mal unsere Ingenieure reinpacken. Und die erste Person ist schon in Behandlung. Wir können auch sehen, wie die Behandlung läuft. Da. Und zwar ist es Paul Clitheroe, der momentan krank ist, und in etwa einem Tag wird er sich aber schon wieder erholt haben. Das ist sehr erfreulich. Wir haben schon wieder genug Holz übrig, das heißt, wir können die nächste Sammelstelle bauen. Und ich glaube, die werde ich an den Kohlereserven bauen. Und zwar dann erstmal hier. Ja, es muss auf dieser Höhe gebaut werden. Dann machen wir das so. Auch da werden wir eine Straße hinsetzen. So. Die Straßen müssen immer mit dem Dampfkern verbunden sein, ansonsten zählt das nicht als angebunden. Also, ich kann das nur mal kurz zeigen, Straße. Ihr seht jetzt hier den grünen Kreis, der um den Dampfkern herumgeht, und zum Beispiel hier haben wir nur so einen weißen Kreis. Und das sagt uns das halt, dass da keine Straße ist. Und ja, jede Straße muss halt zu irgendwie über irgendeinen Weg zum Dampfkern führen. Okay, unsere gesamte Rohnahrung wurde jetzt schon verarbeitet. Jagdhütte braucht 20 Holz. Die sollten wir heute auch noch bauen können. Sehr schön. Ja, da haben wir die 20 Holz. Und dann geben wir die auch mal direkt in Auftrag. Und auch die werde ich hier an die bereits vorhandene Straße mit anbauen. Ja, alles klar. Gut, jetzt haben unsere Leute erstmal genug zu tun. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen, bis das hier fertig gebaut ist. Zumal die sich auch jetzt gerade hier aufteilen. Naja, gut. Sollen sie. Ah, der zweite Patient ist jetzt auch in Behandlung. Jess Cold. Ach, er ist auf dem Weg zur Behandlung. Er braucht aber auch ungefähr einen Tag. Ja, das ist schön. Je länger wir brauchen, um die Leute in Sanitätsstationen zu versorgen, desto länger dauert es auch, bis sie wieder gesund werden. Also dadurch, dass sie jetzt gestern Nacht erst erkrankt sind, oder heute Nacht, und wir sie direkt, oder mehr oder weniger fast direkt in eine Krankenstation packen konnten, dadurch haben sie eine relativ kurze Behandlungszeit. So, die erste Sammelstelle haben sie fertiggestellt. Dadurch können wir jetzt die Arbeiter von diesen Holzkisten hier abziehen und packen sie oder weisen sie dieser Sammelstelle zu, sodass sie morgen halt etwas geschützter arbeiten können. Ja, alles klar, ihr seht sie hier, die Sammelstelle.
weitere Sammelstelle können wir erstmal nicht in Auftrag geben. Dafür fehlt uns nämlich einfach der Stahl, denn die kostete auch 5 Stahl. Okay, der Generator ist jetzt aus. Wir haben ihn ja runtergefahren. Wir werden ihn aber um 20 Uhr wieder einschalten und bis morgen früh 8 Uhr wieder laufen lassen. Werden wir natürlich auch nicht immer so machen können, besonders wenn wir hier minus 20 Grad haben, dann sollten wir den Generator tunlichst immer anhaben. Aber solange wie wir hier noch sparen können, werden wir das auch tun. Oh, und Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurückgelassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittliche Gebäude zu entwerfen. Ja, das ist das, was ich eben schon erwähnte. Die Werkstatt, dort können wir Forschung betreiben, oder unsere Ingenieure können dort Forschung betreiben. Und ja, das ist jetzt unser nächstes Ziel, eine Werkstatt zu bauen. Das werden wir dann morgen angehen, also wenn die Nacht vorbei ist. Genau, hier habe ich jetzt 5 abgezogen von diesem Kohlehaufen und werde sie auch noch hier mit zuweisen, denn in der Sammelstation sind die Erträge auch nochmal deutlich höher, als wenn wir die Leute einfach so hier hinschicken. Okay, die können von mir aus morgen auch noch erstmal dort arbeiten. Wenn diese minus 40 Grad herrschen, sollten unsere Leute nicht mehr so unter freiem Himmel arbeiten, dann werden wir sie hier definitiv abziehen. Jetzt brauchen wir auch noch 15 Jäger. Wir haben momentan niemanden zur Verfügung, der das übernehmen kann. Naja, Holz sammeln wir hier jetzt eigentlich dann auch genug. Wisst ihr was? Da machen wir das so. Wir werden... Na, die 10 können morgen nochmal 5 abbauen. Und dann ziehen wir hier einfach auch schon mal 5 ab. Und dann haben wir hier unsere 15. Alles klar. Dann haben wir das auch erstmal besetzt. Dann könnten unsere Jäger losrennen und versuchen, irgendwelche Tiere zu fangen und zu schlachten. Okay, dann wünschen wir ihnen viel Glück dabei und fette Beute. Ja, das war's dann schon wieder für den heutigen Tag. Dann lassen wir einfach mal ein bisschen schneller durchlaufen. Da ziehen unsere Jäger ins Land. Seht sie euch an. Mitten in der Nacht um 2 Uhr verlassen sie die Siedlung. Nur mit Gewehren bewaffnet und mit einigen Laternen, um etwas Nahrung zu fangen. Wir wünschen ihnen Glück dabei. Okay. Jetzt aber Zeit durchlaufen lassen. So, da wird schon wieder hell. 5 Uhr haben wir es. Aber lassen wir noch ein bisschen weiter schneller durchlaufen. Wenn man die Umstände bedenkt, geht es uns eigentlich ganz gut. Ja, das ist doch eine schöne Meldung. Morgens, so kurz nach dem Aufstehen, bekommen wir mal eine Meldung von unseren Einwohnern, wie denn der letzte Tag verlaufen ist. Und ja, wenn man so eine Meldung bekommt, dann scheint man wohl alles richtig gemacht zu haben. Okay, ich sehe gerade, wir haben jetzt sogar schon 3 Patienten. Aber auch Charles Gore ist innerhalb von den nächsten 20 Stunden wieder auf den Beinen und kann die Krankenstation verlassen. Sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt nur auf etwas Stahl warten, um eine nächste Sammelstelle zu bauen. Oder sollen wir noch eine Sammelstelle bauen? Ich glaube, wir bauen erstmal unsere Werkstatt. Ah, da brauchen wir auch Stahl für. Ja, wir bauen den Stahl jetzt ab hier durch unsere Sammel. Stelle 1,5 pro Stunde. Ja. Brauchen wir ein paar Stunden, bis das endlich zusammen ist, aber macht ja nichts. Ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht schon direkt die nächste Sammelstelle bauen, weil da hätten wir hier auch nochmal Holz und Stahl. Oder ob wir zuerst die Forschung vorantreiben. Ne, wisst ihr was, wir bauen erstmal die Werkstatt. Das hat für mich jetzt gerade Priorität, denn dort könnten wir eventuell auch nochmal, bevor wir die Signalstation erforschen,
Heizungen in Auftrag geben, die in die Werkstätten integriert werden, so dass die am Tag besser beheizt sind. Ja, wenn wir 40 Grad minus draußen haben, sollten wir das vielleicht tun. Ansonsten sterben oder erfrieren die uns noch am Tag selber. Das muss natürlich auch nicht sein. Ja, machen wir das so. Okay. Müssen wir nur noch auf den einen Stahl warten, den wir jetzt noch brauchen. Sollte gleich vorhanden sein. Drehen wir mal ein ganz Stück schneller auf. Ja, alles klar. Können wir ohne Probleme auch hier ranbauen? Tun wir auch. Okay, da seht ihr die Baustelle. Und es machen sich auch gleich 10 Leute an die Arbeit. Wie sieht das überhaupt aus? Wir haben noch 10 Ingenieure, die arbeitslos sind. Das ist ganz hervorragend, denn für die Werkstatt brauchen wir nämlich auch 5 Ingenieure, die dort auf dem festen Arbeitsplatz sich um die Forschung kümmern. Ich glaube, gerade ist nicht ganz so viel zu tun. Holzkisten sind erschöpft. Ah ja, alles klar. Dann hier können die Leute dann erstmal zurückkommen. Sie brauchen jetzt nicht den nächsten zu machen. Dafür haben wir durch diese Sammelstelle genug Ressourcen erstmal. Wir werden gleich mal gucken, eine Sammelstelle bauen, ob wir diese 3 Ressourcenberge hier in Verbindung bringen können auf einer Sammelstelle. Ich glaube fast, dass der Stahl, dass die Stahltrümmer etwas weit, zu weit weg sind. Aber wir werden sehen. So, 2 Stahl brauchen wir noch. Aber vorher kümmern wir uns hier um unsere Werkstatt, die jetzt gleich fertig ist. Da, ihr seht's, und 5 Arbeitsplätze. Ingenieure, da haben wir das. Und jetzt, das ist hier der Technologiebaum, da können wir auch mal kurz durchgehen. Oben links sehen wir die Ressourcen, die wir für die Technologien brauchen. Holz, Stahl und Dampfkerne sind da essentiell. Wir können Heizungen, Heizsysteme erforschen, Erkundung in Industrie, Rohstoffe und Nahrung, Gesundheit und Unterkunft. Ausrüstung für die Jäger ist für den Anfang auch sehr interessant, weil wir da pro Jagd, also pro Tag, 5 mehr Nahrung bekommen. Also dann haben wir bis zu 20 Rohnahrung pro Tag. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Unsere Jäger können nämlich 15 Nahrung pro Tag fangen. Seht ihr es bei 100% Besetzung. Rohstoffe, Kohlegenerator, Sägewerk, Stahlwerk, alles sehr wichtige Gebäude. Werde ich allerdings noch etwas nach hinten verschieben. Ist momentan noch nicht ganz so wichtig. Erkundung Industrie, da haben wir die Signalstation, die wir für unsere Mission auch brauchen. Da öffnet sich dann eine weitere Spielmechanik, wenn wir diese gebaut haben. Werden wir voraussichtlich, wenn ich auf die Uhr gucke, in der nächsten Folge uns genauer angucken. Wir werden jetzt aber hier erstmal die Heizkörper erforschen. Ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern, um Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeiten. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur eines Arbeitsplatzes um eine Stufe und verbraucht im Betrieb eine Kohle pro Stunde. Okay, dann sollen die Leute das mal erforschen. Ich hoffe, sie fangen da auch dann gleich direkt mit an. Und na, wo ist der letzte Stahl, den wir noch brauchen? Na, komm schon. Da ist er, und dann werden wir jetzt die nächste Sammelstelle bauen. Und ja, das ist natürlich total doof. Stahl und Holz oder Stahl und Holz? Okay, das hier liegt deutlich näher beieinander. Dann werden wir das so machen. Auch wieder so nah wie möglich an unsere Siedlung heran. So, okay. Und dann werden wir auch hier wieder eine Straße bauen. Alles klar. So, wie sieht das aus hier? Ja, ist schon angefangen zu forschen. Wird heute voraussichtlich nicht mehr fertig werden. Aber wenn wir das innerhalb der minus 40 Grad noch erforschen, dann wird das wahrscheinlich auch schon erstmal gut sein. Hoffen wir, dass dann, bis die Heizungen da sind, niemand erfriert. Ja, okay, wie sieht es bei den Kranken aus? Eine Person wurde entlassen. Jesse Cole braucht auch nur noch eine Stunde. Und dann haben wir nur noch Charles Gore, der krank ist. Okay.
Wird auch noch eine große Verwaltungsaufgabe, denn wir können, ihr seht es hier, pro Sanitätsstation nur 5 Leute behandeln. Das kann natürlich passieren, dass das relativ fix belegt ist. Also dann sollten wir uns auf jeden Fall vor Augen halten, dass wir 2, wenn nicht sogar 3 Sanitätsstationen brauchen, wenn nicht sogar noch mehr. Okay, hier wird jetzt die Sammelstelle gebaut. Sehr schön. Na, sie sind doch schneller als ich dachte. Sie sind jetzt schon halb fertig. Haben ca. 3 Stunden für 50% gebraucht. Ja, okay. Das gefällt mir ganz gut. Wie sieht man es aus? Sie brauchen noch etwa 3 Stunden jetzt. Ja, wow, ja, super geschätzt hier. In den 3 Stunden. Okay. Alles klar, Leute. Der Arbeitsplatz ist zu Ende. Wir haben hier eine Meldung bekommen. Die können wir uns in dieser Folge nochmal angucken. Und zwar Leute von unserem Konvoi, eine zerrissene Familie. Das ist ein kleines Event. Sir, nachdem die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte dem ersten Speerteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Ja, klar, sicher, wenn da draußen noch Überlebende sind, dann müssen wir auf jeden Fall ein Speer-Team losschicken. Und das können wir erst, wenn wir die Signalstation gebaut haben. Essentiell. Da werden wir dran arbeiten. Und das werden wir in der nächsten Folge tun. Und dann werden wir auch sehen, wie wir mit voraussichtlich minus 40 Grad umgehen, Leute. Das wird heftig. Hoffen wir, dass unsere Leute das schaffen. Ja, das wird eine Herausforderung. Okay, aber bis dahin, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Euer Sammy. Ciao.